Jo, meine Freunde, willkommen zurück in der Folterkammer der drei Pokémon der Seen. Im letzten Part haben wir die Wasserroute beendet und haben uns jetzt entschieden, uns den Kampf gegen Saturn zu stellen. Und wir hoffen mal, dass er nicht so gravierend wird wie gegen Cyrus. Dann legen wir mal los. Du bist nur hergekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galaktik, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als deine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Erst kämpfst du gegen den Oberboss Cyrus und dann kommt dann so ein Commander, also dein Unterling. So, Dragonier. Du bist also ein Drachentrainer. Wunderbar. Da, 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 da. Los, Sabo! Na, wir fliegen mal in die Luft. What? Level 38? Ach du Schande. Man kann ja sagen, was man will, aber jedes Team hat irgendwie sein Theme, was wirklich echt toll ist. Ich glaube, das schlimmste Theme hat, und ich glaube, da mache ich mir eine Menge Feinde, hat Team Flair. Also ich habe... Nein, das ist kein Step-Angriff. Dankeschön. Da werde ich mir wahrscheinlich viele Feinde machen, aber Punkto ist einfach, wenn ich mir die restlichen ansehe, Team Rock hat natürlich in Rot und Blau kein Theme gehabt, hat er dann aber einen Gold und Silber eins bekommen. Das war ja richtig, richtig super. Dann kam das Theme von Team Magma und Team Aqua. Fand ich auch klasse. Hier haben wir Team Galaktik, was ich auch echt cool finde. In Pokémon Schwarz und Weiß haben wir dann ja Team Plasma. Hat ja auch ein super Theme, sowohl in der ersten als auch in der zweiten. Dann kam Team Flair und Zoroid, aber das fand ich echt grausig. Und das Tier, das... Schon wieder ein Dragonier, hallo? Und das Theme von Team Skull. Hammer. Hammer. Ich liebe das. Besonders das auch von Japaner, also im Englischen hat er Guzma. Gott, wie heißt der denn in der deutschen Version? Der hat auch immer so einen ganz bekloppten Namen gehabt. Ja, mach mal Slam. Slam ist besser als Nassschweif. Obwohl das auch ein bisschen viel abzieht, nochmal. Jetzt sag mir bitte nicht, du hast so ein drittes Dragonier, dann hau ich dich. Es gibt mehr Drachen-Pokémon. Ist jetzt irgendwas Unterentwickeltes an. Wie wär's mit. Weiß nicht. Würde ich mir wünschen. Kindwurm? Kindwurm wäre okay. Nein. Wie wär's mit. Komalat. Der kann mit seinen Bodenattacken nämlich das Gegner anhaben. Ja, das ist ein echt tolles Komalat. Und das ist nur unser Signature-Pokémon. Könnt ihr mal aufhören? Himmel, Po und Tüte, ey. Ey, jeder Trainer hat hier die Alga und Pike hier. Also mal, hallo? Oh, nein. Nicht so viel. Das ist kein Step, das ist kein Step. Nein. Ja. Diese verdammten Legis, ne? Oh Mann, Sabo. Jetzt habe ich ein schönes. Ich habe ein schönes Glurak gehabt. Ja. Und jetzt ist es weg. Ja, tu mich auch. Ja, super, geh daneben. Das bringt mir nichts, Marlene hier zu heilen. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. So, setzen wir gegen die Alga ein. Eigentlich haben wir nichts wirklich, was so... Immerhin Elena. Super!
wieder zwei Pokémon verloren wegen beschissenen Legendaries. Boah. Ja, der kommt mit Seitenlärm an. Super. Warum nicht? Nein. Aber Zeitenlärm ist doch das, was jetzt ihn jetzt eine Runde aussetzen lässt, oder? Wenn nicht, habe ich wieder ein unglaublich riesiges Problem. So, hier, Heilung. Ja, okay, gut. Vor allem bei Palkia, der verwirrende Punkt, wo ich dachte so, hä? Warum? Warum muss er sie nicht aufladen? Haben wir aber die gleiche Idee gehabt. Mit Metallklauen. Und wir haben ja zum Glück noch die Überreste. So, mache ich Tyokinesen noch, weil vielleicht die Spezialverteidigung sinkt. Man weiß es ja nicht. Ja, Drachenklaue ist auch nicht so schlimm, das ist gut. Also kann ich gut davon ausgehen, dass wir vielleicht nicht noch mehr Pokémon verlieren. Ah, das regt mich schon wieder so auf, ey. Da hat man endlich einen Glurak, ja, eins meiner Lieblings-Pokémon und dann blub. Ah, das heißt, ich darf bis zum Tag zum nächsten Part wieder. Also verzeiht mir, was ist das denn jetzt? Das zum nächsten Part wieder, ein neues Team trainieren und den Rahmen wieder verändern. Wird aber auch jetzt ein Problem, weil ich habe nur begrenzt Heil-Items. Ich muss jetzt das zweite verwenden. Und er kann fünfmal Zeiten lernen. Merkt ihr die Rechnung? Und das Problem ist, er hat noch Antikkraft. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel rauswechsel wegen Zeiten lernen, habe ich ein Problem, weil Hardcore mit von Antikkraft gewonnen wird. Definitiv. Oh, Alter, hör auf damit! Außerdem braucht Zeitenlärm nur mal einmal critten und wir haben wieder einen Pokémon verloren. Was ich mal nicht hoffe, dass es crittet. Auch wieso hat denn hier jedes verkackte Pokémon eine Citrobeere? Ja, schön. Ich hab dir nichts abgezogen. Nein. Gar nicht. Alter, der Zwinger, ne? Ich frag mich gerade, warum hat denn Psychokinese so wenig AP nur noch? Ich finde nur noch, dass er den Boost von Antikraft kriegt, dann kündige ich. Das könnte ja mal lieber der Drop kommen von Psychokinese. Das bringt mir jetzt aber auch nichts mehr wirklich. Tempo-Heap. Und da kommt wieder Zeit. Das ist nicht sehr effektiv. Man kann sich auch vorstellen, was das für einen Schaden macht bei einem Pokémon, bei dem es neutral ist. Marlene und. Och Mann. Weißt du, dann hast du dich mal überwunden, einen Pipi mitzunehmen? Und im ersten Kampf überhaupt hier, also jetzt im Let's Play, wird gekillt. Ich hasse es. I hate it, Leute, ich hasse es. Oh, ein Critical, sehr schön. Bam. Sieht ja doch vernünftig aus, sodass wir keine Sorge haben, Elena zu verlieren. Also keine Sorgen haben müssen. Ja, der Pixel war klar. Aber das war's. Jetzt haben wir die Alge auch platt gemacht und der Bärchen.
Haben natürlich entsprechend wieder zwei Pokémon verloren. Yay! Ich sag schon nichts mehr. Tschö. Und Level 40 für Lena. Wann entwickelte sich eigentlich nochmal zu Dings? Zu. Metagross? War das 45? Du bist stark, Kind. Trotzdem dauere ich einen Menschen wie dich. Geh weg! Warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesem Pokémon, was du willst. Drück den Knopf an der Maschine, um sie zu befreien. So. Ich hab den Knopf gedrückt. Tschüss. Unser Boss hat die rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er, um etwas Arm für den Kraftwerk zu fangen. Aber mehr weiß ich nicht. Wer weiß, was er da oben wirklich vorhat. Warum? Jetzt muss ich gucken, was wir denn noch überhaupt auf der Box haben. Ich sehe sowieso schon wieder kommen, dass ich ein Team nehmen muss, wo ich eigentlich schon vorher dachte, so, na nee. Ist das nicht immer so? Ein bekannter Let's Player hat in der Folge von gestern seine Pokémon-Challenge gesagt, wir Nuzlocke-Spieler haben, ist wirklich sehr schwer und das haben wir. Ja. So. Heile deine Pokémon. Yeah. Natürlich ist klar, dass wir jetzt nicht zum Kraterberg gehen und auch jetzt nicht uns dem Dings widmen. Cyrus, weil wir natürlich erstmal wieder zwei neue trainieren müssen. So, Pokémon Wigan. So. Ah, Sabo, ey. Oh, ich habe mich so gefreut, einen Glurak dabei zu haben. Wird einem auch nicht gegönnt. Wurde einem nicht gegönnt. Und Marlene. Bei der bin ich auch echt mich gespannt. War auch gespannt, was wir mit dir erleben werden. Na, war ja wohl nichts. So, ja. Wir brauchen ein neues Pokémon, am besten, was fliegen kann. Ich bin ganz ehrlich, jetzt nehme ich Brock mit. Jetzt nehme ich Brock mit. So. Und als Dame für Brock. Ich bin gerade so ein bisschen. Ja. Weißt du was? Wir nehmen mal Mia Keys mit. Bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt darauf. So. So. Gucken wir uns die beiden auch nochmal kurz an, weil ich weiß absolut nicht, was die beiden drauf. Brock hat Fliegen, das wissen wir ja schon. Das haben wir ihnen ja damals beigebracht. Und du, Pulverschnee regelnd hast, Sonntag und Hagelsturm. Das ist ja schön. Hat also schon mal. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, als was spielen wir vor Mio. Beziehungsweise Mia Keys. So. Was deckt denn jetzt ab? So. Ich würde ihn nicht als Wasser-Pokémon spielen, weil Brock schon Elektroschwäche hat. Feuer-Pokémon ist möglich. Eis-Pokémon. Nö. Ich würde sogar eher Feuer-Pokémon favorisieren. Weil mit Hagelsturm kann das, ist das Problem, dass wir natürlich Dings da haben. Das Problem, dass wir Brock damit auch verletzen. Na ihr Leute, dann beende ich den Part mal für heute. Wenn er euch gefallen hat und wenn ihr ein Herz für Sabo und Marlene übrig habt, drückt einen Daumen hoch und krault den roten Button, um zu unterstützen, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Pokémon Randomizer Redlock Challenge in der Diamantform. Bis dann, ciao!